Ihr glaubt, dass das, was ihr seht, Wunder sind und nennt mich darum den Wunderapostel. Aber ich sage euch, in Wahrheit sind es keine Wunder. Es ist die Bestimmung Gottes. Es ist sein Wille, dass der Mensch gesund und glücklich ist. Ihr braucht nicht zu leiden. Fort mit allen Sorgen und Nöten. So helft doch bitte auch mir, guter Mann. Mach doch mal Platz. Ja, geh doch mal zur Seite. Erlöst mich von meinem Leiden. Ich weiß es nicht. Seit meiner Kindheit kann ich nicht gehen. Ich rate euch nicht mehr an die Krankheit zu denken. Steht auf. Er sieht doch, dass er nicht gehen kann. Er sieht doch, dass er nicht aufsteht. Ich helfe ihm. Lasst ihn. Er wird es selbst schaffen. Seine Gerechtigkeit. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin. Danket nicht mir. Danket Gott dafür. Er hat es getan. Aber bemüht euch von nun an, nach seinen Geboten zu leben. Ja, das will ich tun. Was? Er nimmt noch nicht mal Geld dafür? Ich kann gehen. Ich kann gehen. Lass den mal durch. Karl, lass mich mal. Jetzt schiebe ich den Rollstuhl. Ich kann gehen. Er ist geil. Ich kann gehen. Seht alle her. Ich kann gehen. Schaut her, Wunderapostel. Meine Tochter, sie ist blind. Helft ihr doch bitte auch. Vor 3 Jahren hatte sie einen Unfall und die Ärzte sagen, dass sie nie wieder wird sehen können. Das menschliche Tun ist arg begrenzt, nicht aber das göttliche. Glaubt nur, dass Gott der größte Arzt ist. Glaubst du auch, dass dich der Herrgott wieder heilen kann? Ja. Dann ist dir geholfen. Oh. Was spürst du jetzt? Die Augen brennen plötzlich wie Feuer. Hab keine Angst. Das muss so sein. Da wird nur etwas gereinigt. Was geschieht mit mir? Mutter! Mutter! Dauert das lange? Nein. Es hört gleich auf. Spürst du, dass der Schmerz nachlässt? Ja. Was siehst du jetzt? Es ist alles so hell. Dann nimm die Binde ab.